Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Cast-Challenge. Denn ich habe bei der Simfinity gesehen, wie sie eben ein Sim erstellt hat mit Hilfe von ChatGPT. Ich fand es sehr lustig. Wir machen das aber ein bisschen anders. Wir werden nämlich bei jeder Kleinigkeit fragen, was die Meinung von ChatGPT ist. Es wird sehr wild wahrscheinlich. Wir wollen natürlich erstmal fragen, ob wir einen Mann oder eine Frau erstellen wollen. So. Wir haben natürlich erstmal gesagt, ob es überhaupt helfen möchte. Und natürlich möchte es helfen. Es ist immer richtig süß, weil er immer natürlich... er ist breit. So, hallo, ich habe dich gefragt. Okay, also, es soll ein weiblicher Sim werden. Interessant. Oh Gott, das ist ein langer Text. Hilfe, Mama. Wir gehen erstmal in den Credit-Sim, würde ich sagen. Slay, Girl, Slay. Aber wir machen dich erstmal nackig. Okay, wir fragen mal... wie es von der Persönlichkeit aussehen soll. Wir nehmen einfach die ersten drei, würde ich sagen. Weil ich glaube, sonst drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Das wäre kreativ, selbstsicher und familienbewusst. Das ist so der most classic Sim, den man erstellen kann, oder? So, welchen Lebenswunsch soll sie haben? Warum kennt der die genauen Namen von dem Bestreben, Bro? Spooky. Aber wir nehmen einfach dann das Erste, was hier kommt. Renaissance-Sim. Ich weiß nicht, wie ich das genau formulieren soll. Aber versteht mich nicht falsch. Ich möchte jetzt einfach nur wissen, so von wegen von den Features, die sie hat, dass wir uns daran ein bisschen orientieren können. Okay, interessant. Das ist nicht ganz das, was ich meinte. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel San Myshuno als Stadtleben bezeichnen, dann mache ich das einfach mal ein bisschen und schaue einfach mal. Ja, ich weiß noch nicht so genau. Aber ich glaube, dass das ganz gut hinkommt. Erstmal. Okay, das Erste, was kommt, ist blond. Dann machen wir sie anscheinend blond. Okay, wir gucken mal, was soll sie für eine Frisur haben. Das Erste ist Locken. Sehr, sehr süß, wenn ich ehrlich bin. Ich finde aber nur, die Hautfarbe passt irgendwie nicht so mit dem Blonden. Also es sieht dann ein bisschen wild aus. Aber ja, Locken kann ich ihr auf jeden Fall geben. Ich finde die Frisur eigentlich ganz süß. Steht ihr auf jeden Fall gut. Ich gebe ihr auch mal ein paar Lashes. So, wir gucken mal, ob es irgendwelche Hautmerkmale geben soll. Das Erste, was kommt, sind natürlich Sommersprossen. Sehr, sehr süß. Glitzernde Haut, okay. Wild auf jeden Fall. Aber Sommersprossen sehr, sehr gerne. Finde ich auch süß. Ich finde das richtig süß. I like her a lot. Ich wollte gerade fragen, von wegen Schmuck, aber wie wäre es, wenn wir erstmal uns um die Kleidung kümmern? So, mal gucken, was für ein Kleidungsstil uns vorgeschlagen wird. Boho chic. Sehr interessant. Ich habe halt ehrlich gesagt gar keinen Plan von irgendwelchen Stilen, deswegen wird das ein bisschen wild. Aber es wird hier ein bisschen erklärt, also. Ein Boho-Chic-Stil umfasst luftige Kleider, fließende Röcke, Fransen und ethnische Muster. Dieser Stil könnte gut zu einer naturverbundenen und kreativen Persönlichkeit passen. So, wir gucken einfach mal. Okay, interessant. Da könnten ja so die Sachen von... wie heißt das? Entweder Clumsy Alien oder halt auch die Sachen von Pferde Ranch könnten da gut reinpassen, würde ich sagen. Also zumindest meine ich mich erinnern zu können, dass die Sachen sehr ähnlich aussehen teilweise. Also da sind ja auch so teilweise so Fransen-Sachen, soweit ich weiß. Aber vielleicht auch weniger, als ich dachte. Also ich würde sagen, diese Hose passt auf jeden Fall gut dazu, oder? Und so ein T-Shirt oder so kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Also so ein Crop-Top. Aber da stand ja auch irgendwas von wegen wilde Muster. Vielleicht passt das hier da rein. So vom Stil, maybe? Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ich finde es auf jeden Fall süß, deswegen nehme ich das jetzt. Also viel so Sandalen tragen die hier auf den Fotos. Davon finden wir auf jeden Fall was. Steinigt mich nicht, wenn das hier alles gar nicht passt, ne? Ich habe einfach keine Ahnung. So, das finde ich doch ganz gut, glaube ich. So, dann schauen wir mal wegen Schmuck. Das Erste, was hier kommt, ist auf jeden Fall lange verspielte Halsketten. Vielleicht passt das hier ganz gut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich finde es eigentlich cool. Und es passt zumindest zu der Beschreibung. Und ich würde ihr auf jeden Fall noch was in den Armen geben. Hier steht Stapel von Armreifen und Armbändern. Also vermutlich in so eine Richtung vielleicht oder halt sowas. Ich bin mir ehrlich nicht sicher. So, dann schauen wir mal. Um den Look zu vervollständigen, sollte sie auf jeden Fall... anscheinend ihre Nägel lackiert haben. Ich weiß nicht, welches Almond ist. Ich google das gleich einfach. Achso, hier. Leicht spitz zulaufend. Und am besten Nude-Töne. Alles klar. Ist das hier dieses leicht spitz zulaufende? Ich habe keine Ahnung. Aber die Farben finde ich auf jeden Fall schon mal gut, I guess. Wir nehmen das einfach. Ihr habt doch keine Ahnung, Leute. Vielleicht soll sie noch irgendwie einen Hut tragen oder so.
Okay, es ergänzt es auf jeden Fall ein Fedora. Wir benutzen viele Sachen aus Paranormal. Also ich denke, dass das ganz gut dazu passt. Ich weiß nicht, ob das ein Fedora ist, aber ich glaube schon, oder? Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Süß ist es allemal. So, mal gucken. Ein entspannter Make-up-Look. Okay, wir schauen mal. Betonte Augenbrauen. Ja, ich denke, das passt dann so, oder? Mit den Augenbrauen. Ich habe die erstmal nur so genommen, aber ich denke, dass das ganz passend ist. Also sanfter Stil für die Augen und kein Eyeliner. Finde ich das hier, glaube ich, ganz gut. Das ist jetzt nicht so extrem, aber es ist halt subtil. Ein bisschen Rouge kann auch nicht, ist auch nicht schlecht. Ein Highlighter, haben sie gesagt. Und natürliche Farben auf die Lippen. Passt sowas, denke ich, ganz gut. Ich habe doch keine Ahnung, ob das dazu zählt. Aber ich finde es süß. Ich wollte noch fragen, ob sie Ohrringe trägt. Und dann schauen wir gleich noch, ob sie irgendwie vielleicht Tattoos oder so haben soll. Wenn meine Nachricht irgendwann mal ankommt, danke. Federohrringe, das ist das Erste, was angezeigt wird. Dann schauen wir mal, ob ich sowas habe. Stimmt, wir haben vom Spiel diese auf jeden Fall. Oh mein Gott, perfekt eigentlich. Slay. Es klippt zwar ein bisschen, aber ist egal. So, wegen der Tattoos wollte ich ja noch fragen. Naturmotive, das habe ich mir schon gedacht, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch süß. Man sieht es doch nicht mal. Warte, dann gebe ich ihr noch eins. Hier am Fuß so. Nee, so ein Schmetterling. Dann sieht man den so ein bisschen süß. Ich würde sagen, ansonsten sind wir relativ ready. Da müssen wir natürlich jetzt noch entscheiden, wie sie heißt. Luna. So, und wie heißt sie mit Nachnamen? Wilderwood. Geil. Kein Problem, nehmen wir. Süß. Ich finde sie richtig cool. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gut gemacht habe oder nicht. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die süße Maß euch auch gefällt. Es ist auf jeden Fall mal was anderes gewesen, weil in der Regel gestalte ich nicht solche Sims. Aber ich lieb's. Habt ihr vielleicht auch schon mal so ein Sim erstellt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genauso wie ihr sie findet, wie euch das Ganze, wie wir das hier aufgebaut haben, wie euch das gefallen hat. Wenn ihr noch andere Cast-Challenges habt, die ich mal machen soll, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!